getan? Was tun Sie denn da? Wer? Ich? Ach, du kommst bestimmt nicht ablösen. Ich denke, ich stehe noch eine Stunde hier. Ablösen? Sagen Sie mal, was haben Sie denn da in Ihrem Sack? Und vor allem, warum stehen Sie hier vor der Tür rum? Ach, jetzt sehe ich, du hast ja eine ganz andere Mütze auf. Du arbeitest bestimmt für Karstadt. Was ich in meinem Sack habe, das wüsstest du wohl gerne. Aber der Konkurrenz verrate ich das nicht. Ich trage doch gar keine Mütze. Das ist eine Mitra. Das ist die Kopfbedeckung für einen Bischof. Und was meinen Sie eigentlich mit Konkurrenz? Ich bin Nikolaus von Myra. Toll, ein Adliger. Ich bin Heinz Baumann. Ich bekomme Geld dafür, dass ich dem kleinen Hertigunden kleine Geschenke mache. Diesen Geschenkesack und dieses Kostüm hat mir mein Chef gegeben. Moment mal. Sie bekommen Geld dafür, dass Sie Dinge verschenken? Und von welchem Kostüm reden wir eigentlich? Na, der Bart hier und die roten Klamotten. Aber dein Kostüm, das sieht viel echter aus als meins. Sag mal, wie alt bist du eigentlich? Nun ja, ich bin Ende des 4. Jahrhunderts geboren. Warum fragen Sie eigentlich? Na, wegen dem Stock. Also bitte, das ist kein Stock. Das ist doch mein Bischofsstab. Warum redest du ständig von einem Bischof? Hast du etwa einen Bischof beklaut? Ich bin ein Bischof. Was? Hallo, hallo. Was tun ihr beiden hier? Na, ich bin der Weihnachtsmann. Das siehst du doch. Und der da behauptet, er wäre der Bischof von Myra. Und er sagt, dass jeder ihn kennen müsste. Kennst du den? Du etwa nicht? Nee. Erzähl mal. Unsere Lehrerin hat uns vor kurzem etwas über ihn erzählt. Hör mal zu, der Bischof von Myra ist der Nikolaus. Und den gibt es schon seit ungefähr 1700 Jahren. In seiner Vergangenheit hat er vielen Menschen geholfen und sie sogar gerettet. So hat er ein Kind, das sich verbrannt hatte, wieder gesund gemacht und einen Unschuldigen davor bewahrt, hingerichtet zu werden. Dann hat er auch noch Schülern geholfen, die sich von einem Wirt gestohlen wurden. Deshalb ist er auch ein guter Freund von uns Kindern und Schutzpatron der Schüler. Damit wir uns daran erinnern, legt er uns am Nikolaustag Süßigkeiten und Schokonikolause in die Schuhe. Wow, das ist ja toll. Jetzt weiß ich, warum ich heute Geschenke verteilen soll. Ich werde jedem deine Geschichte erzählen. So sorge ich dafür, dass du, Nikolaus, nicht vergessen wirst. Hier, nimm einen von diesen Schoko-Nikoläusen. Die schmecken echt stark. Übrigens, es ist schon spät. An deiner Stelle würde ich nach Hause gehen. Du bist ja nicht mehr der Jüngste. Sie haben recht, Weihnachtsmann. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Ciao, Nikolaus. Auf Wiedersehen, Nikolaus. Kriege ich auch noch Schokolade? Aber natürlich. Hier, bitteschön. Guten Tag. Was tun Sie denn da? Wer? Ich? Ach, du kommst bestimmt nicht ablösen. Ich denke, ich stehe noch eine Stunde hier. Ablösen? Sagen Sie mal, was haben Sie denn da in Ihrem Sack? Und vor allem, warum stehen Sie hier vor der Tür rum? Ach, jetzt sehe ich, du hast ja eine ganz andere Mütze auf. Du arbeitest bestimmt für Karstadt. Was ich in meinem Sack habe, das wüsstest du wohl gerne. Aber der Konkurrenz verrate ich das nicht. Ich trage doch gar keine Mütze. Das ist eine Mitra. Das ist die Kopfbedeckung für einen Bischof. Und was meinen Sie eigentlich mit Konkurrenz? Ich bin Nikolaus von Myra. Toll, ein Adliger. Ich bin Heinz Baumann. Ich bekomme Geld dafür, dass ich dem kleinen Hertigunden kleine Geschenke mache. Diesen Geschenkesack und dieses Kostüm hat mir mein Chef gegeben. Moment mal. Sie bekommen Geld dafür, dass Sie Dinge verschenken? Und von welchem Kostüm reden wir eigentlich? Na, der Bart hier und die roten Klamotten. Aber dein Kostüm, das sieht viel echter aus als meins. Sag mal, wie alt bist du eigentlich? Nun ja, ich bin Ende des 4. Jahrhunderts geboren. Warum fragen Sie eigentlich? Na, wegen dem Stock. Also bitte, das ist kein Stock. Das ist doch mein Bischofsstab. Warum redest du ständig von einem Bischof?
Hast du etwa einen Bischof beklaut? Ich bin ein Bischof. Was? Hallo, hallo. Was tut ihr beiden hier? Na, ich bin der Weihnachtsmann, das siehst du doch. Und der da behauptet, er wäre der Bischof von Myra. Und er sagt, dass jeder ihn kennen müsste. Kennst du den? Du etwa nicht? Nee, erzähl mal. Unsere Lehrerin hat uns vor kurzem etwas über ihn erzählt. Hör mal zu, der Bischof von Myra ist der Nikolaus. Und den gibt es schon seit ungefähr 1700 Jahren. In seiner Vergangenheit hat er vielen Menschen geholfen und sie sogar gerettet. So hat er ein Kind, das sich verbrannt hatte, wieder gesund gemacht und einen Unschuldigen davor bewahrt, hingerichtet zu werden. Dann hat er auch noch Schülern geholfen, die sich von einem Wirt gestohlen wurden. Deshalb ist er auch ein guter Freund von uns Kindern und Schutzpatron der Schüler. Damit wir uns daran erinnern, legt er uns am Nikolaustag Süßigkeiten und Schokonikolause in die Schuhe. Wow, das ist ja toll. Jetzt weiß ich, warum ich heute Geschenke verteilen soll. Ich werde jedem deine Geschichte erzählen. So sorge ich dafür, dass du, Nikolaus, nicht vergessen wirst. Hier, nimm einen von diesen Schoko-Nikoläusen. Die schmecken echt stark. Übrigens, ist schon spät. An deiner Stelle würde ich nach Hause gehen. Du bist ja nicht mehr der Jüngste. Sie haben recht, Weihnachtsmann. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Ciao, Nikolaus. Auf Wiedersehen, Nikolaus. Kriege ich auch noch Schokolade? Aber natürlich. Hier, bitteschön.